konnte denn dieser Leak dieses Eckpunktepapiers, wie konnte das denn passieren? Wenn man sozusagen die Leaks, die dazu führen, dass irgendwas auf der Parkbank landet, immer nachvollziehen könnte, dann würde man sie wahrscheinlich auch versuchen zu stopfen. Das ist ja kein BMG-Papier. Das heißt, da sind unendlich viele Menschen dran beteiligt. Also nahezu, ich glaube, 7 oder 8 Ministerien, Verkehr, Inneres, Familie, Recht, BMG selbst natürlich auch, Landwirtschaft. Und dass da irgendwer mal eine Version liegen lässt, die dann vielleicht auf merkwürdigen Wegen gefunden wird, das ist halt leider so, muss ich sagen, weil es einfach verunsichert. Und weil es am Ende das Risiko birgt, dass der Gesamtprozess wieder angehalten wird. Weil wenn irgendjemand glaubt, er kommt da schon zu stark unter Beschuss, dann sagt er, oh, dann bremsen wir jetzt erstmal, müssen wir erstmal drüber reden. Und das ist nicht immer positiv, weil das kostet Zeit. Insofern, ich hoffe sehr stark, dass trotz des Leaks wir morgen im Kabinett erleben werden, dass das Eckpunktepapier dann in richtiger Form ordentlich verabschiedet wird.